Da sind Hallo. Wir wieder zurück und wie man sieht, der Tisch ist noch ein bisschen leer. Die sind alle noch pipi oder so. Ja, deshalb gehen wir mal richtig. Hier zu den Zuschauern. Ich setze mich hier einfach frontro. Erste Reihe. Setz mich auf. Wer bist du? Lisa. Bist du froh, hier zu sein? Im Sommer von Berlin über den Dächern der Hauptstadt sozusagen? Ja. Möchtest du noch ein bisschen mehr erzählen? Nein. Ja. Weshalb bist du da? Um meine Lieblings-YouTuber zu sehen. Wer ist denn dein Lieblings-YouTuber? Ich mag Kelly ganz doll und ich mag Sina. Hallo, ich bin hier hin! Kelly! Also ein großer Kelly-Fan. Und Nilam? Hm? Wen mochtest du noch? Sina. Ach, Sina. Ich habe Nilam verstanden. Ich höre hier nichts. Ihr klatscht so laut. Ja, Sina können wir hier gleich auch nochmal rüberschicken, wenn du magst. Ja. Kommt die auf dem Pläuschen vorbei. Kelly, mach mal weiter. Hallo, ich bin Hallo. Hi, Nadu, du guckst so beängstigt. Nein, ich bin Nein, hast du keine Angst? Nein. Okay, sehr gut. Hast du denn Spaß ein bisschen? Ja, schon. Ein bisschen? Doch, macht Spaß, ja. Super, das finde ich schön. Und du? Ist dir aufgefallen, wie versteckt alle gucken, wenn du mit dem Mikro kommst und wie sich alle so ein bisschen zurückgehen? Ich bin, glaube ich, ein bisschen Furcht einflößen. Guck mal, ich gehe mal hier rüber zu den Jungs. Hier ist so eine Jungsecke. Oh, nee, so Stimmt, eine ist voll aufgeteilt hier. Ah! Was? Voll aufgeteilt. Voll so, naja. Hier ist voll die krasse Jungs. Naja, stimmt, da sind auch viele mit. Hallo! Weshalb seid ihr denn hier? Habt ihr irgendwelche Lieblings-YouTuber oder seid ihr so Poker interessiert? Es liegt wohl eher an den YouTubern, glaube ich, ja. Jetzt darfst du sagen, an wem. Und vielleicht kommt er nachher her und schüttelt dein Händchen und gibt dir ein Küsschen. Oh! Das wäre toll. Ja, okay, so. Von wem wünschst du dir ein Küsschen? Ach, ja, klar, dass du das sagst. Von Hardy. Hardy, bist du fertig mit dem Klo? Hardy! Hardy, du hast was zu tun. Komm mal runter. Los geht's. Yay! Yeah. Was denn? Ich hoffe, du hast dir die Hände gewaschen. Hallo? Ich hab mir die Hände gewaschen, Super. Ja. Dürft sich jemand ein Küsschen verteilen? Habe ich gerade verschenkt. Ja, Los kann geht's. Ich machen. Oh. Oh. So. Oh nein, guck da auch zu. Das ist aber süß. Du freust dich. Wie war es? Erzähl uns weiter. Es war ein tolles Erlebnis. Es war wunderschön. Vielleicht Hashtag KussLPP? Ah. Whatever. Wir gehen mal zurück zum Tischchen da vorne. Pokern, darum geht's. Ja, das kann ja noch was geben hier heute Abend, wenn das hier schon, wenn hier schon in der dritten Werbepause hier schon die ersten Küsschen verteilt werden. Das wird eine lange Nacht. Wenn das noch steigerungsfähig ist, dann weiß ich nicht, was hier heute Abend noch passiert. Dranbleiben heißt es auf jeden Fall. Wenn ihr 18 seid. Keltuzat, du hast Keltuzat? Ja, also ich fahre euch, ne? Blinds immer noch bei 100 und 200. Hardy? Erstmal zählen, ja. Nee, das sind die 25er-Chips, glaube ich. Ja. Das sind 8 25er, er geht mit. Jetzt einmal alle. Du bist dran. Ich bin dran. Robert? Steve checkt seine Option im Big Blind. 4 Spieler sehen den Flop. Hat sich mal wieder gelohnt, ja. Steve, wieder einfach Robert. Robert. Steve mit dem Herz Ass. Oh Gott, ganz böse. Wir, ja, ich glaube, ich nehme mal noch einen, ne? So. Noch liegt darum allerdings mit dem Dreierpärchen vorne, weil keiner was getroffen hat. Ach so. Ja. Dark and Stormy. Alle. Ich jetzt, alle. Ach so, okay. Alles klar. Oh, oh, jetzt geht's da mit Kurzen schon weiter. Worauf warten wir? So. Ich. Weg da. Wer ist eigentlich gerade? Auf guten Hände? Ja, warte mal. Teleprost, ne? Teleprost. Teleprost. Zum Wohl. Aufs erste Mal, gell? Ja, Prost! Nastrovje! Trink doch nochmal einen jetzt. Trink doch nochmal zwei. Ich kann jetzt nicht irgendwie checken, sondern ich muss mitgehen. Also würde ich sagen, auf Wiedersehen. Bei Valentin ist er, glaube ich, gerade nicht so gut runtergerutscht. Was?
Das war jetzt aber einfach. Oh. Das war jetzt einfach. Komm. Die holen sich da hinten. Und das Steve, obwohl er nichts getroffen hat, aber er hat gutes Potenzial gehabt für den Flush. Langsam, aber ich will ja nichts sagen, aber ich komme eher im Late Game, ja? Okay? Ich komme eher im Late. Ja, das ist, das kannst du bei Hearthstone sagen. Oder bei LOL. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. Ja, Mann. Heroes of the Storm. Mach das lauter, du Mann. Ich höre dich ganz schlecht. Heißt ja auch nicht umsonst. Ich mag jetzt nichts. Spiel mit Zwischen. Jetzt besser? Was ist dein Lieblingscharakter? Okay. Ich habe es kaum gespielt, aber. Gibt. Oh. Fand dieser eine da. Nein, nein, dem ich suchte das so hart momentan. War mit Team. Ganz ehrlich. So, jetzt haben wir die erste Rakete. Und zwar darum mit den Pocket Queens. Damen in der Hand. Und sie geht nur mit. Versucht, glaube ich, eine Falle zu stellen. Ah, die geht mit Ass-Dame. Auch nicht erhöht. Jetzt gibt's Karten. Yeah, baby! Und das ist die Gefahr, wenn man ein hohes Paar hat und nicht erhöht, dann kriegt man viele Spieler mit rein. Und dann kann es sein, dass irgendwann mal vielleicht zwei Paar oder sowas trifft, aber. Check. Oder den König mit einer schlechten Karte, aber noch liegt darum hier vorne mit den Damen. 600 von ihnen. Na, Hadi, schmeiß weg, du hast nichts getroffen. Es ist auch der dreifache Bett, das ist das ernst gemeint. Das Problem ist, dass jemand getroffen hat. Wenn jemand getroffen hat. Was, du bist betroffen? Wovon? Nee, ich überlege gerade. Von Omas auf der Müllhalde. Was ist das? Danke, was? Dass du Pfandstein gemacht hast. Woher kommt das denn jetzt? Was ist das denn? Im Pornotitel-Duell, wo sich gegenseitig Pornotitel vorlesen. Omas auf der Müllhalde. Omas auf der Müllhalde. Ja, und dann Müllhalde. Da kommt der Film auf den Helikoptermann 3, Rückkehr des Kreises. 600 war es. Kennt ihr Lass die Enkel zwischen die Schenkel? So, 6, oh, so viele drin. Ja, komm, hau mal. Sicher fast. Hau mal raus, da hinten. Oh, Leute. Du hast genug da liegen. Darum geht's nicht. Hat er darum? Aber hat er auch genug Eier? Oh. Was, mindestens Eier? Drei. Ich habe mit einem Sechserpack Eier mindestens 12 Eigelb bekommen. Was in meinem neuen Ei. Hast du mein Instagram gesehen? Ja. Robert ist dran, hat alle, die 6 getroffen. Überlegt hier, aber da sollte er bei so vielen Mitspielern vermutlich rausgehen. Du hast recht. Und das macht er auch. Nein, was? Le Floyd hätte die Chance, mit dem Buben noch die beste Karte zu kriegen, aber er geht auch raus, ist ihm zu teuer. Das sind immer die gleichen beiden, das ist unfassbar. Echt zum Kotzen. Oh. Weiterer König. Und er weiß darum jetzt, glaube ich, wirklich nicht, wo sie steht. Hat vielleicht an der Gegner den König in der Hand. Das kann sie nicht wissen mehr. Ja, komm. Wir sehen es natürlich, dass sie noch weit vorne liegt. Nee. Oh. Yeah. Hold out all in. 2000. Muss sie durchziehen. Ja, Ricket mit. Ich sehe schon, komm. Hadi. Die Frage hat... Ich weiß nicht. Nee, da bin ich der Idee. Adi, 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 Adi. Adi, Adi, Adi. Ich glaube, Potti wird mich jetzt verfluchen, aber... Wenn du gecallt hättest, hätte ich dich verflucht, aber so ist alles wunderbar, Adi. Genau ist. Du hättest vor dem Flop erhöhen müssen. Obwohl du jetzt dann auch in die Damen dann gelaufen wärst, von darum. Ohne Witz, das gibt's wirklich. Komm jetzt nicht aus dem Porno. So, darum bleibt vorne. Okay, jetzt ist es... What the fuck? Wie kann man denn in der letzten Runde checken? Was ist das denn? Und? Oh! Das war eine gute Entscheidung. Oh! Nicht schlecht. Aber ich bin nicht drunter, oder? Nicht schlecht. Weißt du, was lustig war, Rick? Ganz leicht. Und ich sage mal, eine der vermeintlich stärksten am Tisch gewinnt den Pot. Sie wird zur Favoritin gerade, die Miriam. Wir hören die Blinds ab 150 und 300. Ist das schon gewandert? Ja. Ach so. Wir haben es mitgekriegt und wir sehen es auch oben links im Bild. Jetzt mit so viel Geld. Blinder Jung, 150, von diesen Schwarzen, 300 jetzt. Ja. Genau. Wir schmeißen Sekunde, jetzt zum Wechseln hier rein, ne? Macht's nur. Jawohl. Boah, jetzt muss ich schon anfangen zu schießen. Rick und Valentin mit einigermaßen soliden Händen. Just. Nee, das ist uncool. Was? Hast du gerade erst die ganzen schönen 100er reinbekommen? Warum musst du das gleich jetzt wieder Rick schon sehr deprimiert, wie man an der Hand sieht. Test. Mal günstig. 2-1-2. Braucht jemand 100er? Race von Valentin auf 800. Rick geht mit. Ja, und wenn jetzt hier ein Ass kommen sollte, dann könnte es für unseren Online- oder für unseren Wildcard-Gewinner teuer werden.
Ja, er hat bis jetzt einmal gewonnen, glaube ich. Valentin. Genau. Eben haben wir das Fünferpärchen weggeschmissen, hätte er eine 5 gekriegt. Oh. Ja. Aber LeFloid trifft hier den König. Hält sich aber auch, ne? Bist du ein Ich überlege. Warum hast du die kurzen bestellt? Ja, ich muss da so ein bisschen abschätzen. Was merkst du? Hier, das rutscht mir immer an. Fehler. Ich merke es auch ein bisschen. Ah, das rutscht so weg, oder was? Ja, so nach vorne. Weak check. Ah, also, ich kann gar nicht mehr. Dreimal gecheckt. Ich tippe die ganze Zeit mit dem Finger so. Zweites Paar jetzt hier für LeFloid. Und jetzt sollte er aber in jedem Fall auch mal ein bisschen was anspielen, um den Pott sozusagen anzufüttern. Was mit mir? Ja, aber das machen die ganz gesiegt. 500. Erst macht er Druck, dann schmeißt er weg. Ich hab auch Angst. Ja, oh, aber trotzdem, also es... Wenn jetzt eine 10 kommt, wenn du die richtigen dann kommt nicht full aus, full aus bei LeFloid. Was? Ja, gut, da hat er es ja in der Tasche. Jetzt die Frage, wie viel kann er sein? Ja, Gegner leise, der Flo. Oh! Oh. Der wird schon der sehr Flo leise. Haut mal einen raus. Okay, also wenn er leise wird, dann hat er gute Karte. Also er ist ja leise, ne? Also über TDD, da rede ich auch nicht, wenn ich... Ja, genau! Und jetzt redet er ganz viel. Oh, Gegner. Danke dir! Nein! Er hat very nice! Ich wette, du hattest nichts. Ah. Don't you wanna show it? Er sagt, dass ich was hatte. No. Rick ist rausgegangen. Ja, trotzdem. Chips auf einmal rein. Was? Chips auf einmal schmeißen. Ah, okay, sorry. Das war ein Grenzfall. Ja. Das schon in der Hand gehabt. Darauf gibt es Haftstrafe, Alter. Ermahnung für LeFloid, und zwar deshalb, genau, weil er die Chips sozusagen einzeln reingelegt hat. Ja. Wenn man das macht, dann könnte man ja auch auf Reaktion seiner Gegner sozusagen spekulieren, und wie das ist. Und je nachdem, was er für ein Gesicht verzieht, dann macht man einfach noch genau mehr rein. Muss man gleichzeitig reinwerfen. Ne? Genau, oder ansagen. Genau, okay. Das Wort zählt auf jeden Fall. Also wenn du sagst, ich setze 3000, dann kannst du die auch einzeln reintun. Okay. Ja gut, wir sind ja hier noch keine Profis, also das passiert mal. Ja, aber wir spielen schon hier knallhart nach Regeln. Ja. Valentin Call. Ich muss mir kurz zusammenwürfeln. Rick Call. 5? 6. 6? Race auf 6. Ach ja, es muss ja immer so eine. Okay, verdoppelt. Sorry. Das erste Race ist immer verdoppelt. Ich vergesse es, das kann ich immer wieder vergessen. Die beiden starken Ende haben mir nur gecallt, nämlich Sturmwaffel und Valentin. Und das Race kommt hier von Steve. Oh, 9. Von Freddy. Und Re-Race jetzt hier auf 900. Valentin, was? Überleg gerade, wie viel. Ja, wie muss ich jetzt reinlegen? Noch 6. Wen muss ich jetzt? 6. Auf 19 wir. Dann. Wieso hast du eigentlich noch 6000 da liegen? Du spielst ein bisschen. Sehr schön gespielt von Sturmwaffel. Ich hätte es noch ein bisschen höher, also noch ein bisschen mehr erhöht jetzt. Weil da wird er jetzt keinen rauskriegen. Er hat ja die besten Karten eigentlich, oder? Ja, aber er hat noch nichts getroffen. Er hat Ass König. Habe ich schon mehrfach hier schon gesagt. AK steht für Anakonikova. Sieht gut aus, aber trifft nichts. Und jetzt ist genau das passiert. Jetzt hat nämlich. Oh, hat er nicht gesagt. Rick hat getroffen. Also, es war live. Das musste ich umarmen. Hey. Das findet hier keiner gut, Flo. Es ist nicht okay, sowas macht man nicht. Nein. Ist er überhaupt noch drin? Aus! Flo, nur ein bisschen. Check. Aber kauf das Album. Check. Die Straße bei Steve. Jetzt habt bitte alle ein schlechtes Gewissen und kauft sein Album. Ich einfach. Hast du gerade mal ein bisschen? Ja. Aber alle da haben... Hashtag Frodos Idee. 500 von Freddy. Gecallt. Ganz klein angespielt. 1000? Race auf 1000 von Steve. Boah, ich will das sehen. 100 rein, ne? Ja. All in. Ja, Steve hat die Straße und gewinnt hier einen sehr, sehr schönen Pott. Okay. Oh, what the fuck. Der dritte Win schon, glaube ich. Gewinn, ne? Von Steve. Schade mit dem River Never. Was? Geiler. Oh, ja. Und der Stimmt. Valentin hätte mit Ass-Bube hätte er die beste Straße gehabt. Da hätte er wahrscheinlich sogar dem Steve sehr, sehr viele Chips abgenommen. Nee, halt, stopp. Musst du nicht. Musst du nicht. Wenn du schwächer bist. Wer hat denn jetzt gewonnen? Er weiß nicht genau, ob er schwächer ist. Und was? Ausnahmsweise mal, ja. Immer ein sehr überraschter Gewinner, Steve. Kann mir jemand Tausender wechseln? Ja. Tausender? In 5000er? Ja, ich hab 25er und 1000er, weißt du? Oho. Oh, ich hab so viel Geld, ich weiß er gar nicht, wo ich wechseln. Das ist mir. Oh mein Gott. Hey. Fick dich. Du bist YouTuber. Wer sagtest du von den beiden Space Frogs ist derjenige, der schon mal lauter etwas mehr gepunkert hat? Rick war's, soweit ich weiß. Okay, aber genau. Steve ist derjenige, der hier die Böcke sieht, ne? Was soll ich damit? Wobei beide halt nur so privat zum Spaß haben. Essen. Genau. Was möchtest du jetzt haben? So, das ist ein Bild aus der Sahara.
Das ist das Zelt, wo alles stattfindet. Genau, das Zelt. Dreimal an. Und einmal. Ja. Zuschauer gerade zu sehen gewesen. Ne? Ja, Luftlinie von uns, der Tisch ungefähr ja, genau. 3-4 Meter, 5 Meter entfernt. Aber die Jungs oder Mädels können uns nicht hören. Ja, wir sind hier Private Secret. Live Lloyd mit den Pocket Cowboys, mit den Königen. Wollen Sie mitsetzen? Irgendwann musst du machen. 300 Call. Call. So, jetzt mal erhöhen. Call, 300. Erhöhung auf 1,5 oder so. Das ist zu wenig. Ach, Flo, was soll das denn? Ja, waste man nicht, Alter. Hier, gebt mir eure Blinds! Guck ich mal. Hardy Call. Yeah! Ne, so muss Big das. Call. Und Call von Robert. Showdown of the Gods. Ah, so, komm. Gib mir mal was Gescheites jetzt hier. Aber gut oh, ausgegangen Gabi, hier für LeFloid. Keiner das Ass. Na, Robert, na? Na, Flo, na? Na, Rick, na? Rick mit der Chance auf die Straße, wenn eine 4 käme. Robert, check. Ah, ich wusste es. So ein Motherfucker, ey. Ja, ich bin raus. Was? Was? Ich streite mit deinem König. Du bist der Letzte. Und Dankeschön. Und diese Runde möchte ich mir bitte. Oh, furchtbar. Der Pott geht an den Berliner, LeFloid. Kommt, glaube ich, hier aus Berlin, ja, ne? Ja, SpaceFox auch. Kommen auch beide aus Berlin. Die meisten kommen, glaube ich, aus Berlin, ne? Außer Sturmwaffel und Hardy, glaube ich, oder? Wir aufgedeckt haben, ja, Rest ist aus Berlin, glaube ich. Ich glaube, Hardy kommt aus Hamburg, ne? Genau. Ansonsten wäre die. Und Sturmwaffe, glaube ich, aus Mönchengladbach. Wahrscheinlich, also wenn du das sagst, ich vertraue dir einfach. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht zu weit ausgelehnt habe mit meinen Prognosen. 150 habe ich, oder? Oder ist es schon wieder erhöht worden? 150 noch. Valentin, was? Vergiss nicht auf den Joker, falls irgendwann. So, die Könige gehen reihum. Diesmal gehen sie zu Steve. Haben die Jungs eigentlich ihren Webvideopreis auch gebührend gefeiert dann, oder? Ja, ich habe mir den zugesoffen und den Rest haben wir vergessen dann. In Düsseldorf letzte Woche? Oder? Genau, richtig. Warst du auch die da? After, ja, genau. Die Aftershow-Party war ganz lustig. Race of 1200. Ja, da will ich aber nicht zu viel drüber reden. War das dann total überraschend oder hatten die Jungs dann irgendwie schon vorher im Gefühl, da könnte was passieren? Ja, nee, also eventuell halt. Also, das war so eine, vielleicht passiert es vielleicht nicht. Ne? Also, aber sie waren drauf vorbereitet. Ach so. Ja, okay. Ja, genau. Das ist nur ein Tipp von mir. Das gefällt mir jetzt, was sie darum macht, dass sie nämlich ein Race, ein Re-Race beantwortet. Das Problem ist nur, dass sie jetzt in eine ganz dicke Hand reinläuft, nämlich vom Steve, nämlich der die Könige hat. Nee, es macht keinen Spaß. Habe ich Spaß, Alter? Ich habe gerade keinen Spaß in dieser Runde, ja? Also darum, dass Rick hat keinen Spaß, das ist sein Fazit. Rick ist ein sehr trauriger, depressiver Mensch. Aber wer ist jetzt drin? Freddy, passt. Ohne Spaß. Flo ist gleich drin und Steve ist gleich drin. Nilam. Ich hab ja gesagt, das ist eine fiese Runde, ey. Muss ich eine richtig fiese Runde. Was? Das Problem ist, dass die Ressourcen. Da liegt einer zu viel drin. Hä, was? Oh, sorry. Call. Ah, LeFloid kippt. So, drei Spieler. Ne, LeFloid hat Ass 3. Oh, wir gehen alle mit so guten Karten hier rein. Oh. Ja, noch liegen die Könige vorne. Keine Reaktion. Eigentlich kann ich das nicht sagen. Steven wieder gute Karten gerade. Also, Steven ist echt gut im Rennen, ne? Der ist, glaube ich, sogar Platz 1, oder? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht gehen wir nach der Hand mal einen Chip-Count oder sowas rein. Ganz gut. Call von Flo. Da liegt da schon das All-In im Gesicht. So, darum. Hat mir bis jetzt ausgezeichnet gefallen, was sie an Entscheidung getroffen hat. Und wenn sie jetzt die Hand auch noch weglegt, dann mit Ass-Dame, dann umso mehr. Call. Ja, geht sie einmal mit. Da hat sie praktisch gar keine Chance mehr, die Hand zu gewinnen. Nämlich wenn Ass kommt, dann. Jetzt hätte sie wieder eine Chance. Aber jetzt erstmal drei Könige bei Steve. Eine 10 bräuchte darum noch. Ich denke, Steven macht das Ding wieder. Übernehmen gerade den Kommentator. Ja. Hallo Potti. Hallo. Potti. Hallo Davis. Wie ist in der Kabine? Ist warm da? Bei uns ein bisschen kälter. Ist warm, ja. Naja, es geht. Es ist mittelmäßig, ne? Das geht. Genau passend. Ist nicht kalt, ist nicht warm. Ist okay. Kann man mal machen. So, jetzt geht sie die Hand durch. Jetzt liegen 11.300 in der Mitte. Sie müsste noch 2.000 bringen. Wenn sie eine 10 käme, könnte sie einen Monster-Pot gewinnen. Aber. Let's not talk anymore. Und LeFloid kann die Hand nicht mehr gewinnen. Ist egal, okay, was ja, das hätte mich echt interessiert. Steven hat es in der Tasche. Das hätte mich echt interessiert. Noch Setzrunde. Oder? Noch eine Setzrunde. Check. Lol, okay. Check. Whatever. So, ein weiterer schöner Pot für Steve von den Space Pot.
Und wieder gewinnt er. Nicht schlecht. Und ich glaube, damit müsste er jetzt auch mit Vorsprung vorne liegen. Ja. Überrascht ihn wahrscheinlich selbst, wie gut er gerade ist. Oder so. Ich weiß nicht, ich wollte, sehr cool. Ich wollte ihn nicht. Hast du drauf gesetzt, dass er setzt? Muss sagen, bei dem Port hätte ich mitgehen müssen, ja. Mit egal was er setzt. Und da haben genau. Steve ist er. Ach, mit Abstand ist er Erster. Ja. Ah! Ja, vom Platz 3 bis 8 alles relativ dicht beieinander. 300. Genau. Aber Steve ist schon ziemlich weit vorne gerade. Ne? Ja, der ist ein fleißiger Boy. Der gehört mit zu deinem Team. Genau. Davis, das heißt, ich würde jetzt gerne 50 Euro dann in die. Kannst du mir jetzt schon geben. Also. Ja, nee, das ist natürlich noch viel Zeit. Asse beim Wildcard-Gewinner. Du könntest ja mal einen Gang zurück. Achter bei Sturmwaffel. Nein, so. Da muss ich ein Line setzen? Nee. Nein. Das ist Small. Wenn du nicht hast, das ist Small. 500 Core. 300. Ich wechsle nachher. Okay, gut zu wissen. Ich pass. Läuft das. Call. Adi geht call mit. Ich call auch. Call. So, was macht Valentin jetzt? Ich denke, ich würde so auf 1200 erhöhen. Oder auf 1000 vielleicht. Willst du hier den Stack Instagram? Ey, das ist. Race auf 1500 von Valentin. Ja, passt auch. Passt auch. Ich periscope diese Runde. Mit 300 drinnen. 1500 ist der Bett. Das. Nee. Was? Also, ich krieg noch 200. Rick ist raus. Was? Oh, okay. Ja, das, okay. So, was macht Hardy? Aber Fragen wäre trotzdem nett gewesen. Alles okay, ich bin ja beschäftigt. Ne? Bist du raus? Hallo, Robert. Hallo. Oh, Periscope? Ja. Mach mal Herzen. Lass dir mal Herzen geben. Herzen? Herzen? Ja, Herzen. Da kommen sie. Guck so. Dir das an. Robert sagt was und schon sind Herzen am Start. Kann man was anderes auch schicken? Nee. Nee. 1,5. Oh, die Zuschauer, das geht ab hier. 65, 66, 67, 68. Okay, was passiert hier gerade? Sag hallo. Valentin muss jetzt hier einfach nur vermeiden, dass eine 8 kommt und das gelingt ihm. Die Asse bleiben vorne. Sag hallo. Sagt hallo. Ja. Ihr seid gerade live. Schön. Sagt. Wir wollen noch einen Livestream. Das sind meine Chips. Leute, da geht gerade ein richtiger Pott ab. Ja, das ist mal ein Pott. Ui, da ist richtig Schotter in dem Pott jetzt. Ja. Das ist hart. Peak hat keiner von den beiden. Check von Freddy. Eigentlich habe ich vergessen, was ist der Weltmeister am Taumeln? Wir werden es wissen. Oder Wildcard Schmaldcard. Muss Freddy seinen Gürtel abgeben jetzt hier schon? Oha. Check, check. Oha. 8 kommt nicht. Kreuz 3. Jetzt wird's spannend. Wird er jetzt ausscheiden, oder? Ich bin mir nicht sicher, wer von den beiden mehr Chips hat, aber wenn Valentin jetzt hier... Check. Oh, ah, er geht auf Nummer sicher. Valentin, er checkt, hat Angst vor der 5. Bitter. Bitter. Nice. Scheiße. Und da sehen wir, wie der Pott wandert. Brauchst du die Einzigen, die klatschen? Ich hab mitgeklatscht. Wir die Einzigen, hast du gesagt. Da hat Freddy oder Sturmwaffe noch mal Glück gehabt. Das hätte noch teurer werden können. So, nicht schlecht. Wenn bei der erste raus ist, bei der erste raus ist, rasten alle aus. Man muss nicht als Erster hier raus. Noch immer die Chance bei Facebook auf der Seite Let's Play Poker den Tipp abzugeben, wer als Erstes ausscheidet. Genau, richtig. Und ein T-Shirt zu gewinnen, wo alle unterschrieben haben, die hier, so glaube ich, so fast alle, die auf vor allem ich, natürlich, der wichtigste Mann der Stunde. Im Hintergrund, ja. In welchem Stadtteil sind wir, weißt du das? Johannes, rede mit uns. Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. Nee, das ist mir viel zu kompliziert. Ich muss 300 legen, ne? Call. Robert, call. 300. Genau. Okay. Zu teuer für Berliner, haben wir gerade gehört. Call. Und zu gut. Und zu hübsch. Ready, pass. Wie wir. Ja. So, Valentin durch den gewonnenen Pot eben jetzt auf Platz 2 im Chipcount gelandet. Hoppla. Aber Steven ist ja noch mit Abstand Erster, ne? So, ich weiß. Scheint, als wäre eine Menge. Hoppla! Scheint, als ob eine Menge. Hoppla! Rick. Wer kennt's? So getroffen. Sehr gut. Hat. Steve? Keiner, ne? Steven hat gerade SpongeBob zitiert. Check, check. Wie lang check? Sturmwaffel könnte hier mit der möglichen Straße ruhig mal ansetzen. Will der da so wegstehen? Aber es macht Hardy für ihn. Du, der hat eine 2 auf der Hand, da wäre ich vorsichtig. Der will da hinten wegstehen.
Das kann ich nicht leiden. Ich habe Valentin und Steven getippt. Oh. Also ich bin ziemlich gut im Rennen gerade. Aber ich habe ja auch noch Steven und der ist Erster. Also so. Jetzt haben wir ein Problem. Meinst du? Ey, laber mal nicht, ja? Check. Check. So, Hardy trifft die Dame. Was? Check. Und weiterspielen jetzt. Ein bisschen mehr. Oh. Ja, genau. Ey, komm, 1000 sind jetzt nicht so viel. Okay, bring den ganzen. Bitte, aber das ganze Quote bitte. Oh, Entschuldigung. Ich wusste nicht, wie diese Maschine funktioniert. So, darum hat noch den Flush-Draw. Sie hat zwei Karos. Das heißt, wenn noch ein Karo kommt. Oh, was? Hätte sie einen Flash? Dieser Typ. Dieser eine. Das ist ein guter Witz, das zu lesen. Als nee, ich gucke, wie viel Chips du hast. Okay. Auch das ist sehr professionell. Macht, wie viel kann sie noch von ihm gewinnen? Macht, wo man denken könnte, er weiß es nicht. Ja. Das wird knapp gerade. Aber er weiß alles. Er ist der Sponge der Filme. SpongeBob, Filmbob. Was ist ein Sponge? Er sagt alles auf wie ein Schwamm. Ja, ja. Achtung, hier gibt es gerade, glaube ich, eine All-In. Versucht er rauszubluffen. All-In? All-In? Sieht so aus. Sechs. Oh! Und guckt ihn dabei an. Löffel Revision. So schön unisono. 10.000. Sollen wir es nochmal machen? 3, 2, 1. Oh! Ey, okay, sie macht. Können wir es nochmal machen? Ja. Sie geht aber nur mit. Sie braucht einen König. Oder. Wie? Oh! Die Karten ändern sich. Und ich habe die beiden Damen weggeworfen. Ey, Karten ändern dich. Oh. All in. Verstehst du? Das hat mich tief berührt. So. Ich hätte mein Leben überdenken. Guck doch mal, da ist jemand all in. Ein bisschen Respekt am Tisch. Das ist jetzt ein bisschen ist Show, so? Glaube ich, von da. Ich glaube, wir müssen die Neos in dem Abkommen. Du weißt, dass du gewinnst, ja, all in. Ja. Ich möchte ihm nur ein bisschen Angst machen, glaube ich. Das ist das Letzte, was du hörst. Was? Das ist... Und das ist doch viel zu nett! Wofür haben wir geklatscht? Und dann klatscht jetzt keiner! Was? Wer hätte es vernichten können? Und der Hardy, back in the game! Nun gut. So, und jetzt die 50 Euro. Ja. Ich 150? Nee, ich muss 3. Tut mir leid. Was soll ich dir wechseln? Oh. Warst du aufgeregt, ja, kurz? Oh. Minimal. Muss man halt 50 legen? Ja. So. So, nur Grütze unterwegs hier. Kann ich auch einen hinsetzen zum Folden, ne? Ja. Einfach nur so ein Roboter, der macht immer. Nee. Nee. Dran. Oh, sorry. Ja, die Last Move war schon ziemlich hip. Call. Ja. David, was willst du denn eigentlich mal mit dir so am Tisch? Dich haben wir noch gar nicht am Tisch gesehen, ne? Ja, ich bin ja eher so der Kommentator, weißt du? Ich halte mich mal zurück erstmal. Ich meine, ich habe natürlich krasse Sachen drauf im Poker, aber ja, das will ich jetzt nicht. Da gehe ich schwer von aus. Du willst nicht auch mal mitspielen? Ich meine, du kennst dich eigentlich gut aus. Du bist ja, ich kenne mich gar nicht. Ich spiele in ein paar Wochen in Las Vegas die Weltmeisterschaft. Ja, genau. Ach krass, heftig. Ja. Okay. Bist schon so weit gekommen, oder? Ne? Der kann sich jeder okay. Ach krass, du hast einfach die Kohle. Du bist einfach wahrscheinlich. Achso, ich bin dran, ja. Cool. Aber hier hast du nicht mal, willst du in deiner Kabine lieber bleiben? Nee, ich bin nicht so der Typ, der so mit den Kameraleuten drumherum, wo du dann, das mag ich gar nicht so. Also, ja, klar, man kann ja auch lieber mal seine Ruhe haben. Dann. Ein bisschen war hier im Hintergrund. Ja, genau, das ist auch. Die letzte Hand. Höre ich gerade, ist das vor der Werbepause oder vor der Blind-Erhöhung? Nee, das ist falsch. Das ist die Spur. Warten wir es einfach mal ab. Ach, der blufft doch nur. Guck auf den Stack. Ja. Vor der Werbung hören wir gerade, ja. Nochmal schnell die Hinweise auf unser Twitter-Account, LPP11, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen oder wenn ihr einfach was loswerden dann möchtet. Fragt einfach Davis Schulz. Und das Gewinnspiel auf Facebook, auf der Seite Let's Play Poker. Immer noch könnt ihr tippen, wer als erstes ausscheidet. Und auf der Facebook-Seite bei PokerStars.net, da kann man, glaube ich, auch was Schönes gewinnen. Dann okay. Muss man, glaube ich, sagen, wer gewinnt heute. Diese T-Shirts da, ne? Die nee, da kann man, glaube ich, sogar irgendwie...
weiß jetzt gar nicht, um eine Playstation, Playstation gewinnen. Wenn man, da muss man den Sieger allerdings richtig tippen. Auf PokerStars.net, okay, auf Facebook. Ja, das klingt ja so, als würde sich das lohnen. Ja, ja. Also einfach mal einen Schuss abgeben. Mach ich vielleicht selbst mal mit. Ach so, stimmt, ja. Ja, ne? Also. 962 Paar beim Chip-Leader bei Rick. Nee, Rick Chip ist ja der Chip-Leader. Rick Chip. Nee. Steve ist ja der Chip-Leader. Genau, Steve. Steven. Ihr könnt ihn doch nicht Steven. Den Pott gewinnen lassen. Steven. Rick hat einen Tausender gesetzt, so ist es. Du bist der Erste, der mich den Pott gewinnen lassen kann. Ach, ich bin der Erste. Ja. Oh, jetzt spielen die Space Fox auch noch gegeneinander. Das kann ja nicht gut gehen. Wir sind ja immer ein Team, also, das, also wenn da was schief geht, dann ist... Hoffentlich nicht. Jetzt bin ich gespannt, wie die beiden, ob die beiden sich jetzt schon... Die sind teilweise sehr knallhart zueinander, also man weiß es nicht. Prügeln sich auch oft, wenn sie besoffen sind, also wenn die jetzt wieder das weiß man nicht, wie weit das ausartet. Da bin ich mir sehr sicher, dass sie sich vorher abgesprochen haben. Check. Das ist ein ganz abgekartetes Spiel. Check. Ist, dass ich in Berlin heute Abend nur noch am Tisch sitzen soll. 1000. Und dann drehen die erstmal wieder vor. Dann wird erstmal Poker gespielt. Ja. Ein Siebtelpot. Du merkst schon. 1000 angespielt von Rick. Ich nicht sagen, als hier mit dem Geld kommt. Hast du noch Karten? Le Floyd hat. Bluffst so hart, den dass es weißt du? Ich bluff so hart, dass es weh tut. Das soll man tun. Es tut weh. Es tut echt weh. Ne? Keine Salbe, ne? Alter. Das tut halt so weh. So, Le Floyd geht direkt mit. Braucht einen Pick. Eieiei. Boah, Flo, ey, jetzt bin ich Pick. Gespannt. Das ist eigentlich Pick oder Pick? Boah, wie man möchte. Genau. Das ist ein ganz, ganz fieser. Check. Also trifft die 7. Dann wird Rick hier nochmal ein bisschen was rauslutschen können, vielleicht. Oh. Von Le Floyd. 1000 gesetzt. All in. Do it. Do it. Just do it. Kennst du das von Shia LaBeouf? Zum Video. Geht gerade viral, das haben wir gerade zitiert. Just do it. Oh, die 6. Ah, nee, macht gar nichts. Shit. Du dreams, be dreams. Ja, und? 2 Paar, 6, 2 Paar, 9. Und die Space Frogs rocken hier weiter nach dem Erfolg letzte Woche. Ich glaube, jetzt könnten sie auf Platz 1 und 2 hier sogar im Chip-Raum liegen. Das ist ja gutes Teamplay. Boah. Not bad. Nach dem Jingle. Die beiden Frogfuckers. Ja, das war so ein Kackblätter. So ist es nicht. Heftig, okay, krass. Aber es ist meistens bei diesen Kackblättern. Ja. Und ich habe ja auch beide gesetzt, also sieht schlecht für dich aus, ne? Sieht im Moment gar nicht gut aus. Gibst du ja am besten Tausender einfach. Wir werden in der Pause die 25er auswechseln. Und für Le Floyd und Sturmwaffel, da wird es jetzt schon eng nach der Pause. Ja, schade, ich dachte auch hier Le Floyd natürlich schade, aber Sturmwaffel muss ja seinen Titel verteidigen eigentlich, ne? Und wir geben einmal zur Moderation. Annika und zu den Sexy Girls. Da sind wir drauf. Ja, hey. Du bist gerade abgehauen, wo warst du? Ich habe mir ein Slush-Eis geholt. Voll, weil heute so gutes Wetter ist. Im Hintergrund sieht es aus, als würde es Stürmen des Todes. Aber es ist gar nicht so schlimm, glaube ich. Nein, es geht. Also das Wetter hält einigermaßen. Aber es ist ja auch total wurscht, weil wir sitzen in einem schönen Zelt und verfolgen. Jetzt reden wir sogar über das Wetter. Oh, da wird applaudiert, da ist was passiert. Da ist einiges passiert. Da wird auf jeden Steve, Fall der Chipführer, geht durchs Volk. Wir verfolgen auf jeden Fall hier, was ihr alle twittert und schreibt und so. Und es ist super, weil ihr alle total fleißig mitmacht und wir auch in den Twitter-Trends ganz gut liegen. Also weiter schön posten. Ja, und vor allem ist es die ganze Zeit Steve fickt, Rick fickt. Super, das ist immer der gleiche Hashtag. Chaos LPP. Wir quatschen ein bisschen hier querbeet. Wie geht's denn dir, Nathalie? Joker. Du bist ja noch gar nicht dran gewesen. Nee, ich warte hier die ganze Zeit, aber keiner will Hilfe haben. Aber es ist ein gutes Zeichen, ne? Irgendwie kommen die alleine zurecht. Also es hat ja jetzt auch nicht jeder einen Joker genommen. Du hast ja schon gesagt, dass das eigentlich ein bisschen traurig ist. Für wen würdest du denn gerne als erstes spielen? Das ist mir eigentlich egal. Also Hauptsache, du darfst endlich an den Tisch. Ja, Hauptsache. Für die Frau vielleicht. Also ich bin ja immer für die Frauen beim Pokern. Von daher auf jeden Fall darum Favorit von mir. Und es läuft ja auch nicht schlecht. Nee, es läuft eigentlich ganz gut, ne? Schlägt sich wacker. Naja, aber vielleicht holen sie dich, wenn es dann wirklich um was geht. Die brenzlichen letzten Ist sowieso Runden. Ganz schlau, wenn man, weil am Anfang sind die Blinds nicht so hoch. Dann kann man noch selber die Entscheidung treffen. Aber wenn es so wirklich um die Wurst geht, ne? Da sollte man vielleicht mal, wenn man einen Joker hat, auch einen Joker ziehen. Aber mal gucken. Wie sieht es denn Backstage aus? Bei euch. Habt ihr schon fleißig Bilder gemacht? Ja, natürlich. Wir sind die ganze Zeit unterwegs. Die Kati ist auch gerade mit der Julika unterwegs und filmt ein bisschen. Nee, geht gut was ab hier. Also holla die Waldfee. Du hast ja eigentlich auch den passenden Namen, ne? Fräulein Chaos, Chaos LPP, das passt. Läuft. Läuft. Ja, du sollst mal jemanden ranholen. Ah ja, hier hinten. Ich glaube, die sind aber gerade mit Essen beschäftigt. Okay. Ach. Tschüss. Probe. Werbung. Bis gleich.